Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trendspot Fever. Ja, ich nehme eine neue Folge wieder auf. Haben wir ein paar Sachen noch angeschaut. Beim letzten Mal kamen ein paar Meldungen. Unter anderem, dass das Straßenfahrzeug Nummer 3 oder halt Zug Nummer 3, das müsste der Greyer Budenzug sein, veraltet ist. Genau, Zug 3. Das heißt, den müssten wir ersetzen gegen einen neuen Zug. Und da ist jetzt eben die Frage, gegen welchen. Was macht Sinn? Wie viele Leute warten? Das heißt, ich werde es mal laufen lassen. Wir mal die Strecke anschauen. Wie viele Leute warten hier? 132. Dann warten hier 201 Leute und hier unten Greyerbogen 181. Wir haben ja mittlerweile neue Loks, neue Züge, neue Waggons. Wir hätten den TGV, wo ich mich aber frage, rentiert sich der? Das andere Ding ist, wenn wir hier mal einen neuen Zug auf die Strecke bringen, wäre es dann nicht auch sinnvoll, den Bahnhof, den wir ja sowieso schon mal umgestalten wollten, das in Angriff zu nehmen. Und ich werde mal schauen, welche Fahrzeuge hier gerade Probleme machen. Lebensmittel Walder. Sind veraltet und irgendwelche das Gefühl auch. Ich werde mal da kurz hinschauen. Geht hier was weiter? Ah doch. Walder. Fahren die? Wer steht denn da gerade? Da ist einer, Lebensmittelwalder, okay, der wartet, nur 8, 9, okay, das würde eigentlich eh funktionieren. Dann braucht man eigentlich nur sagen, Lebensmittelwalder, wenn die schon alle schreien, sie sind veraltet, dann tauschen wir doch die gleich aus gegen neue. Straßenfahrzeug 215 wird sicher auch da drunter fallen. So. Lebensmittelwalder ersetzen sofort, ja sofort, und wenn wir schon dabei sind, dann werden wir die Burgenlinie, werden wir die auch gleich tauschen und ja, haben wir das gleich erledigt. Das heißt, wir haben jetzt überall, fahren wir jetzt damit die MAN, schauen wir 125, 125 und Walder 125. So, also Geld machen wir jetzt wirklich gut. Das rennt. Hier wartet was. Da liegt Vieh. Wieso liegt hier Vieh? Gute Frage. Achso, bevor wir da irgendwas groß bauen, sollten wir eigentlich hier mal schauen, dass wir hier wieder einen Zug auf die Strecke bringen, der nach hinten fährt, auf der anderen Route. Nämlich unser Lebensmittel. Da hatten wir eine Route genau nach Hatzkers Segenmühle. Und da brauchen wir noch hier, dass wir wegfahren. Walder Abzweigung. Zwar mit voller Ladung wegfahren. Und einen neuen Zug für Lebensmittel. Haben wir hier alles angehängt,
Die Strecke ist da. Was wir aber nicht haben, ist ein Depot. Wir müssten irgendwo mal ein Depot bauen. Weil ich könnte es ja auch mal vorläufig nochmal, damit wir da vom Fleck kommen, einfach hinten anhängen. Okay, da ist die Steigung zu groß, kommen wir hier nicht rein. Dann wäre es vorläufig mal hier wo reinbauen. So. Dann lassen wir es da reinsetzen. Und dann einfach nur in die Strecke anknipsen. Verschönern, das Loch hier noch zu machen. Dann schaut es nicht ganz so extrem aus. So, und dann haben wir gesagt, einen neuen Lebensmittelzug. Da haben wir ja ein bisschen eine weitere Strecke zu fahren. Und da wäre es gut. Na gut, ich meine, die Lok wäre natürlich jetzt wieder eine Option. Ich meine, die würde ich gerne mal testen, diesen Allrounder, aber der ist halt Betriebskosten 2,67 Millionen im Jahr und die hat halt nur 141. Der fährt 200, aber das braucht man eigentlich bei Güter, dass man mit 200 drüber schießen, ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Da werden wir wieder auf die zurückgreifen. Und entsprechende Waggons uns holen für den Lebensmitteltransport. Da haben wir eh nur die. Wie schnell können die fahren? 160. Genau, da wäre auch, ist auch die Überlegung, ob wir die Gleise mal ersetzen, weil die Lok und die Waggons eigentlich schneller fahren können. So. Hundertachtzig, 197, 213. Ich habe mal gesagt, aus 320 können wir fahren, oder? Oder 230? Nein, 320. Jetzt schaue ich nur, damit ich da keinen Blödsinn mache. Aufrüsten. Ja, genau, 320. Gut. 320, 378. Oh, wir haben kein Geld mehr. So, wie viel haben wir jetzt? 295. Da müssten Waggon noch gehen. Ja, 311. Sehr schön. Und den werden wir dann gleich auf die Strecke schicken, Lebensmittel, Ratzen, Sägemühle. Dann können wir die Strecke nach längerer Pause auch wieder bedienen. Okay, dann brauchen wir hier eigentlich, wäre gut, wenn wir noch hier ein Signal hätten. Der kommt. Sehr schön. Das heißt, den hätten wir mal. Genau, dann kontrolliere ich noch mal kurz die Züge. 240 von der Länge her nämlich. Vivalda 234. Gut, die haben eh alle die Länge. Gut. Der fährt jetzt mal. Aber da merkt man schon, bergauf hat er halt schon ein bisschen zu ziehen.
Dann bin ich gespannt, was produziert wird, wie viel produziert wird, wenn er dann eingefahren ist. Kann er eigentlich das mal ein bisschen schneller wieder laufen lassen. So, 0. Aktuell wartet hier nichts. Kommt nichts. Jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite hier drüben. Haben wir hier die Linie eigentlich noch am Laufen? Genau, Ratzger Sägenmühle, da müsste man eigentlich auch einen Lebensmittel auch eine Linie haben. Fressdorf, Walda, Burgen. Haben wir da keine interne Linie mehr? Da darf da fahrt wer? Ratzger Sägenmühle Lebensmittel. Okay, die haben wir umgekehrt benannt, weil es ein interner Zulieferer ist. Gut. Dann schauen wir mal, wie schaut es denn da aus? Ratzger Sägenmühle. Anbau, das müsste hier sein, genau. Da wartet er quasi, dass was geliefert wird und bringt es dann ins Gebiet hinein. Wie schaut es denn prinzipiell aus? Hier haben wir das ganze Geschäftsding. Der hat mehr oder weniger eigentlich bis auf die paar Dinger alles drinnen. Ratzgersimule Anbau. Genau, weil der erreicht die, wobei teilweise erreicht das. Also es würde eigentlich passen. Das heißt, da müsste dann schon was zusammenkommen. Also richtig aufgebaut wäre es eigentlich, aber es steht immer noch kein Weg elektrisch. Ah, okay. Da fehlt irgendwo da fehlt die Elektrifizierung auf der Strecke. Okay, ab hier ist sie nicht elektrifiziert. Das erklärt natürlich einiges. Wir haben gerade, doch jetzt haben wir das Geld. Deswegen glaube ich, liefern die auch nichts. So, da ist jetzt alles grün, grün, alles grün. Schaut gut aus, da schaut's gut aus, da schaut's gut aus. Okay, er fährt zumindest, auch wenn er wahrscheinlich jetzt nichts mit hat. Null. Aber er könnte fahren. Ah ja, jetzt kommen auch die Lebensmittel. 8 Stück, 9 Stück. Dann könnte man eigentlich den wenden lassen. Soll gleich wieder zurückfahren. Also das funktioniert auch. So. Das heißt, hier müsste es der auch jetzt ordentlich nach oben schießen, wenn wir jetzt quasi für die andere Route jetzt wieder produzieren. Das Gute ist, der hat seine eigene Strecke, quasi eigenes Gleis und blockiert die anderen Züge nicht. So, wie viel hat er jetzt? 20, 21, da geht. 702 ist die Produktion. Okay, also das rennt einmal, das passt. 30, ja, es geht.
Das heißt, also nächste war jetzt wirklich der Zug Nummer 3, der hier runterfährt. Das heißt, hier müssten wir uns überlegen, wegen Umbau. Es wird halt teilweise teuer, weil da stehen halt teilweise schon wieder Hochhäuser und so. Das müsste, kann man sich, glaube ich, hier eh anschauen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den verlängern. Wo hapert es? Hier. Das heißt, hier, das müssten wir alles umbauen. Na gut, könnte man ja machen. Kann man hier die Straße weg. Zweiten Anschluss, einmal links, einmal rechts. Volle Länge. Bräuchten wir aber dann natürlich viergleisig. Gern hätten wir hier eine Kollision, aber das würden wir alles hinkriegen. Da brauchen wir halt erst einmal, müssen wir das Geld verdienen. Aber wie viel warten da schon? 426. Das heißt, fürs Erste, wobei wir haben gar nicht das Geld für einen neuen Zug, müssen wir eh warten. Wie viel hat der? 50. Ah ja. Füllt sich langsam, aber es füllt sich. Was machen die da hinten? Wie geht's denen? 145, der geht. Gut, da rennt's. Das heißt, das ist jetzt eh nur eine Frage der Zeit. Ah, haben wir wieder ein bisschen Geld. Da kommt wieder einer unserer Güterzüge an. Nein, 3,95 Millionen. Ja, das geht. Gut. Ja, da rennt's mal. Gut, wir können mal währenddessen wir warten, dass wieder ein bisschen Geld reinkommt, mal schauen, was macht die Lebensmittelfabrik eigentlich. Produktion ist da. Details. Im Lager 116 Lebensmittel auf Lager. Das heißt, die könnten eigentlich mehr abtransportieren lassen. Haben wir hier, wobei hier ist nichts auf Lager. Ah, die ist auch schon ordentlich gewachsen. Okay, da sieht man nicht mehr. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau, schnappen uns da mal einen Lebensmittelfressdorf. Tun wir da eigentlich sonst noch irgendwen beliefern? Nicht wirklich. So, jetzt haben wir dann nur noch Fressdorf mit den Lebensmitteln. Wobei wir halt die Möglichkeit auch hätten, hier reinzufahren. Nach Namborn. Da ist die Frage. Okay, da ist ein bisschen verteilt in der Stadt. Da gibt es jetzt keine Quelle, wo man jetzt sagt, da bauen wir hin und dann ist alles angeschlossen. Gut, wenn wir hier uns reinbauen, wobei da haben wir Busstation. Schauen wir mal, wenn wir das drehen. Wir können es natürlich auch mit hier mit einem Zug rüberfahren, aber Zug ist halt teuer.
hier würde man relativ viel abdecken. Weil hier wäre fast so eine Stelle, wo man einen Bahnhof reinbauen könnte. Für Güterverkehr. Und dann braucht man wieder so wieder was um die 20 Millionen. Wenn wir die mit Lebensmitteln direkt versorgen wollen würden. Hätte aber könnte sich aber schon auszahlen. Was haben wir hier? Ein neues Flugzeug, Boeing 757. Das ist zum Beispiel auch ein Ding. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal Flugzeuge eingesetzt. Aber das kostet sich ja auch wieder Mördergeld. Wenn wir da jetzt so reinsetzen würden, würde man da am Bahnhof problemlos reinkriegen. Einen zweigleisigen. Wir könnten da auch schön direkt rausfahren. Und hätten wie viel? Ja gut, eigentlich das meiste drinnen. Wir müssten nur zwei Gebäude wegreißen, aber hätten fast alles angeschlossen. Okay, könnte man es auf jeden Fall merken für die Zukunft, dass man da reinbauen können. Aber der Zug Nummer 3. Also da fehlt immer noch die Kohle. Wie schaut's denn aus? Wir haben letztes Jahr 5,17 Millionen Profit gemacht. Ja, das geht eigentlich. Den Jahr sind wir noch im Minus, aber das Jahr ist noch relativ jung. Das dauert halt, bis das wirklich gefüllt ist. Könnte natürlich auch mit halber Ladung mal losschicken, damit ein bisschen. Oder wir warten. Die Frage ist halt, brauchen die so viel? Ja, wobei es ein großes Geschäftsgebiet. Das würde schon Sinn machen. Okay, kommt eine neue Lieferung. Kommt natürlich gleich wieder jetzt. Jo, 3,95 Millionen, 14,6 Millionen. Dann haben wir bald wieder Geld zusammen, um uns einen neuen Zug zu leisten. Wie schaut es hier aus? Könnten wir auch mal kontrollieren. Was haben die aktuell für eine Produktion? 238. Baumaterial ist da. Warum auch immer sind da wieder irgendwie Lebensmittel gelandet. Verstehe ich auch nicht immer. Oder manchmal Lebensmittel irgendwo landen, wo gar keine Fahrzeuge dafür nicht hinfahren. Aber gut, man muss nicht alles immer verstehen. So. Baumaterial. Walder, Ratze, Sägenmühle. Ja, genau, den kann man eigentlich wegräumen. Das Depot braucht aktuell ja keiner mehr.
das mal weg. Millionen. Gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Können wir mal wieder unsere Linien so durchgehen und schauen, wie rennt sie. Da haben wir Baumartel Burgen macht aktuell Minus. Wieso machen die Minus? 144.000 Burgen. Brauchen die nichts mehr? Burgen. Da haben wir was. Abzweigung. So, na, die fahren dahin, genau. Unterburgen. Hm, 96%, okay. Wir liefern so ziemlich das hin, was sie wollen. Also, das ist auch bei den Lebensmitteln. Baumaterial 68%, wobei liefern wir eigentlich auch recht gut. Ich glaube, hier ist einfach nur das Hauptproblem die Standzeiten hier. Hm. Was hier bei einer Linie die Leute immer relativ lang stehen, weil Wallerratze. Ratzensägemühle geht recht gut. Aber ich glaube, die anderen halten da teilweise den Betrieb auf. Nämlich hier da. Wo will der hin nach Burgen? Burgen, die fahren eigentlich alle nach Burgen. Aber vorher ist doch da noch irgendeiner gestanden. Den erwische ich nur gerade nicht. Wo will der hin? Walder, Burgen. So, wo warten sie? Walder, Ratz. Das heißt, Burgen blockiert da teils ein bisschen die Fahrten. Hm. Vielleicht brauchen wir da doch mal. Vielleicht hätte ich das eine Depot doch lassen sollen. Wobei langfristig wollen wir eh alles mit dem Zug wegschaffen. Millionen. Aber die Staus sind natürlich nicht ohne, die wir da haben. Sagt die Zeit. 29 Minuten. Okay, dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Trendsport Fever. Tschüss!